Lass uns mal ganz kurz gucken, hier Gewitter im Kopf. Oh ja. Hast du das falsche Video von denen gesehen? Nein. Sollen wir die beiden reinziehen? Ja. Let's go. Okay, wen hast du mehr? Sag ganz kurz, wen hast du mehr von den beiden? Tim oder Jan? Eins, zwei, drei. Jan. Tim. Was? Ja. Echt? Jan, ich liebe Jan. Ja, eigentlich auch Tim. Jan ist eigentlich ein... Ja, scheiß auf Tim, oder? Ja. Scheiß auf Tim, ganz ehrlich, Alter. Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich kann Jan nicht wir ernst nehmen. Wir sind gerade in Usedom, also wir sind... Ah, das hat er gestern erzählt, wo er falsch gesprungen war, ne? Dass in der Usedom! Der hat erzählt, dass er irgendwie Dings, Polen gesehen hat. Sind gestern an die Ostsee gefahren. Und zwar werde ich... Guck mal, der ist noch so verschlafen. Ey, die sind auch so verklatscht. Die fahren immer so übertrieben lange Strecken. Für so ein Videodreh. Ich check das nie. Weißt du, was ich meine? Die geben sich Mühe, nicht so wie du. Sandra, halt doch dein Maul, Alter. Wir haben gerade eben eine Yoga-Challenge gedreht. Was redest du? Ja, es ist schlechtester Content, EO West. Sollen wir über deine Videos reden, was du hier eben gedreht hast? Wollen wir darüber sprechen oder nicht? Nein. Heute einen Fallschirmsprung machen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Tandem-Fallschirmsprung. Das heißt, ich hänge da nicht alleine dran. Nein! Sondern zusammen mit jemand anders, der das professionell macht. Und der ist darauf ausgerichtet, das mit Behinderten zu tun. Wenn man nicht alleine Fallschirmspringen, weil wenn genau dann ein Anfall kommt, ist das natürlich nicht so von Vorteil. Es könnte sein, dass das dann der letzte war. Deswegen werde ich da an ihn drangebunden und dann machen wir heute Abend, oder heute Nachmittag, ein ganz entspannten Fallschirmsprung. Also ich freue mich schon sehr ganz entspannt. Ja. Kennst du einen Menschen, der so darüber redet? Ja. Einen ganz entspannten Fallschirmsprung. Ja, ja. Jan ist die Aussicht, die wir haben werden. Jan ist von Grund aus einfach so gechillt. Ja, Gisela ja auch. Ja, ja. Aufgeregt? Naja, tatsächlich nicht. Also ich werde auf jeden Fall nicht springen. Echt? Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, Freunde. Ich bin sehr gespannt, was heute alles passieren wird. Ich auch. Hier hat jemand schon Twitch hat gerade Probleme bei anderen Streamen auch. Wenn ich sterbe, dann macht es gut. Aber dann kann ich das Outro nicht mehr machen. Und jetzt wollen wir falsch springen. Genau. Mit Sebastian. Nehme ich den Stream mal lieber mit auf. Dafür sind wir nach Usedom gekommen. Das bekommen wir hin, ihr müsst alles klar. Hallo. Na? Das sollte funktionieren. Ich denke auch. Wollte vielleicht vorher noch eine Bockwurst essen. Aber eigentlich eine Bockwurst essen. Digga, der Typ hat ein T-Shirt an, wo steht Never Fear, Grandpa ist hier, Digga. Weißt du, was das heißt? Weißt du echt nicht, was das heißt? Nein, also Grandpa ist hier, Opa ist da. Und Never 4? Nee. Was ist 4? 4. Die Zahl 4. Oder ist es falsch? Es heißt Angst, Sandra. Ach so. Keine Angst, Opa ist hier. Richtig. Nein, ich möchte nicht voll gekotzt werden, danke. Also in den letzten 12 Monaten epileptischer Anfall ist das als Unfall zu werten. Aber die werden halt auch eher durch starkes Blitzlicht ausgelöst oder Schlafentzug. Boah, stell dir mal vor, er hat einen Anfall in der Luft, Digga. Was macht man dann? Ja, aber... Zu viel Alkohol, das ist ja jetzt gerade alles nicht der Fall. Ich bin stockbesoffen. Nein, bin ich nicht. Aber sonst hier... Jetzt musst du. Aber ich will ja auch. Wir sind... Ich bin zumindest aufgeregt. Ja, du bist aufgeregt. Echt? Ja. Warum? Ja, erster Sprung. Dafür, dass ich Blödsinn mache. Für heute. Insofern. Ach so. Okay. Bist du schon mal mit jemandem mit Epilepsie so gesprungen? Nee, das ja noch nicht. Ah, Digga. Ich hab vor, der schneidet einfach irgendwie die Dings, die Seile durch oder so. Ja, das kannst du nicht machen. Aber du machst dir deswegen jetzt nicht mehr oder weniger Sorgen. Boah, Youngs. Ich hab's lange durchdacht, insofern. Hallo! Jonas, Chathoms, Crystal. Ob wir irgendwas machen. Schwabo, Besson, Bayeli, Tillag, danke für eure Subs, Kuss. Ja, wie du so. Ja, Kuss auch von Sanders. In welchen Situationen und hab mir dann so ein Gefühl gemacht und dachte, nee, das machen wir ganz normal. Ja, hier, komm, wir gucken die Anzeige komplett rein, damit. Okay, dann lass uns. Dann suchen wir den mal einfach. Ich suche mir erstmal auch was Schönes raus. Er wird quasi an 4 Haken, also kriegt sein Gurtzeug angezogen und wird dann an 4 Haken mit dem Fallschirmsystem verbunden. Okay, die ist schicker, die kriegt Jan. Ich nehme die. So, dann kommen wir schon mal mit rüber. Ich will jetzt endlich springen, Mann. Das ist der Fallschirm. Willst du auch Fallschirm springen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Seil wird reißen, wenn ich das machen würde. Sandra, ich schwöre, ich glaube, man kann sogar einen Elefanten mit Fallschirm runterbringen und Autos. Würdest du Fallschirm springen, wenn man es könnte? Ja, ich glaube schon. Okay, ich schenke dir zu Geburtstag. Genau, die Gurte nachher drüber. Stimmt, genau. Gut, telefonieren wollte ich hier nicht. So von der Größe her oben rum, okay? Ja. Cool, ja. Okay. Digga, sieht der scheiße aus, oder? Sieht der scheiße aus, Alter. Luftangriff! So, was das ich noch nicht gemacht habe. Das ist mal so ein kurzer Check, ne? Hä, hat er bis jetzt noch gar nichts gemacht? Den Öffnungsautomaten an. Damit ist die Bombe scharf, sozusagen. Falls ich nichts mache, macht dieser kleine Computer den Schirm auf.
Das ist gut, dass es sowas gibt, oder? Nur ein kurzer Sichtcheck, ob alles soweit schick ist. Genau, ja, das ist, also mach ich immer Anfang des Tages, ne? Guck einmal. Aber das sieht gut aus. Jan ist übelst so nervös. Gleich auch mit deinem Geburtstag natürlich auch nochmal, ne? Da wirst du nachher drin hängen. Was geht hier gerade durch den Kopf? Ich freue mich irgendwie jetzt schon nicht darauf. Junge Jan! Hast du vielleicht wieder eine Neurologin? Der ist echt entspannt. Ja. Was übelst. Meinst du? Die hat gesagt, ihr fickt meine Augen. Ich Stark. Liebe Gisela über alles. Digga. Gisela nennt mich immer Fettarsch. Na. Die hat gesagt, solange es nicht alleine ist. Gibt es irgendwas, wo du bei Jan jetzt mehr darauf achtest, als wenn du mit jemand anderem springst? Dass der halt nicht an irgendwelchen Hebeln rumzieht, wa? Stell dir mal vor, oder schneidet es einfach durch, hat ein Messer dabei. Grundsätzlich eigentlich nicht. Wenn er mich beleidigt, schubst ich den weg. Nee, das habe ich nicht vor. Du bist hier ziemlich fest an mir dran. Also, du hast nicht Angst, dass er dich irgendwie schubsen könnte oder irgendwie schaut oder so. Nein, was soll der denn machen, Alter? Also, Jan ist ja kein Vollpsychopath, Digga. Okay. Da bin ich widerstandsfähig. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Meine Mutter hat ja über den Sebastian Kontakt zu uns aufgenommen. Ach so, also Jans Mutter hat zu Jan Kontakt aufgenommen über den Fallschirmlehrer, den er gerade kennengelernt hat. Das heißt, Jan hat mit seiner Mutter seit Jahren keinen Kontakt. Das ist echt traurig, oder? Ja, übelst. Aber gut, kann Jan, ich nachvollziehen. Jan, du tust mir leid. Ich kann es nachvollziehen. Umgekehrt. Du wirst gleich gefesselt und springst auch. Nein. Wieso ist Tim nicht gesprungen? Hatte der Angst? Ja, Tim pisst sich doch bei jeder Sache in die Hose. Tim, Real Talk. Peinlich, wirklich. Peinlich. Übelst peinlich. Ach, ich springe übrigens nicht mit. Vielleicht sollte ich das auch noch dazu erwähnen. Ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt. Video noch nicht, nein. Nein. Einer muss ja das Video von hier unten machen. Ja, aussehen können wir auch. Wir sind ja nicht genug Leute um uns herum. Ja, und? Du wirst heute Abend zu Hause in Köln sitzen, Bier oder Rotwein trinken und sagen, beides gleichzeitig. Ja, Real Talk. Das ist der Vibe, oder Sandra? Ja. Schön beides gleichzeitig reinkippen, da sehe ich dich, Alter. Ja. So war's. Du bist wieder drin in dem Film. Du verarbeitest das erst dann, wenn du die Videos nochmal siehst, ehrlich. Ich flieg das Flugzeug. Lieber nicht. Ach, Jan ist auch mit oben. Krank. Nee, du meinst Tim. Tim. Jan springt ja. Also Tim. Ja, ja. Ja. Nee, das, also, das sind für mich wie Zwillinge. Nein, die sehen absolut nicht gleich aus. Der eine hat Tourette und der andere ist hässlich. Wen ich jetzt meine, das müsst ihr entscheiden. Und wenn die alle drauf. Ich meine das nicht ernst, ich mag die beiden wirklich. Mein Gott, ich muss immer klarstellen, Leute denken, ich hasse die wirklich. Ich hasse nur Tim. Außen sind, dann rutschen wir noch vor zur Tür. Ja. Und sitzt dann halt schon vor mir an der Kante. Hier. Boah, ich pisse. Irgendwie bin ich auch übelst nervös. Ich fühle mich gerade so, als ob ich selber springen würde. Sonst, wie soll man sonst rauskommen, wenn die Tür nicht offen ist? Ne? Ja, aber wenn erst schon die ganze Zeit neben der offenen Tür sitzt. Hast du gerade auch das Kerosin gerochen? Ja. Ist der besoffen davon, Digga? Digga, das ist aber nicht normal, oder? Meine Knie sind nicht gelenkig. Nach dem dritten Unfall nicht mehr. Hallo! So, dann kommen wir mit den Füßen hier durch. Unten, rechts und links. Einmal. Mein Strampler! Lass mal kurz gucken, ob das so. Sehr gut. Danke. Digga, da freut man sich doch, da freut man sich. Wenn sie mich mag. Nein! Oh, okay. Mag niemanden. So schnell. Gibt es einen Menschen, in den Gisela. Also ist Gisela in jemanden verliebt? In mich außer. Und auch in mich. Echt? Ja. Hat Gisela schon mal beleidigt? Nee, noch nie, ne? Nö. Gestern waren wir auf der Party, Sandra, die hat zweimal gesagt, acht und da kommt ein Panzer angerollt. Digga, und Schwerlastentransport. Sie hat die ganze Zeit beleidigt, Sandra. Also von daher. Ich habe auch angeblich den größten Fettarsch der Welt, sagt Jan immer zu mir. Ja? Sagt das Jan oder Gisela? Gisela. Okay, Jan sagt das nicht. Nein. Wenn Jan das sagt, stimmt das. So schnell kann das umschlagen. Ja. Oh ja, allerdings. Wenn wir draußen sind, merkst du relativ bald, zack, zack, Schulterklopfer. Wenn wir dann rausnehmen, kannst fliegen. Da oben eine Kamera geben, bisschen ringsrum gucken, guck nicht nur nach unten, guck nach oben. Ne, guck den Video an. So, ich gucke dahin, wo ich will. Okay, so eine Entscheidung. Dann. Nein. Bist du das zurück? Ist die voll oder warum lacht ihr so viel? Nein, die ist. Die. Das bin einfach ich. Leider ja. Du mal? Ja. Guck mal, das kleine Mädchen, wie niedlich. Oh, das wird ja übertrieben laut jetzt sein, ob man da was hört. Jan, hallo. Tim, wie so ein Loser, bleibt einfach unten, Digga, oder? Richtig peinlich von Tim. Der bleibt doch nicht ernsthaft da unten oben doch, jetzt. Doch. Unten.
Tim, ich glaube, wir müssen mal mit Tim talken. So krass, dieses Flugzeug einfach keine Sitze, Digga. Und trotzdem geräumiger als das, womit wir in die Türkei geflogen sind. Ne? Ist so. Stell dir vor, es wäre jetzt was schief gegangen. Also dreimal vollklopfen, dass nichts passiert ist. Meinst du? Also. Du weißt ja nicht, ne? Vielleicht sterben die ja noch. Ich habe Jan doch gestern gesehen. Das heißt ja nichts. Vielleicht war das gar nicht Jan. Vielleicht hat Tim noch einen zweiten davon. Um das Geld nicht aufhören lassen zu fließen. Man weiß es nicht, Sandra. Oh, das sind so richtig chillige Aufnahmen. Digga. Eieieiei. Vor allen Dingen, selbst da macht er noch Faxen, ja, also Gisela, aber ne? Aber ab dem Moment hat er sich safe in die Hosen gepinkelt. Ja, safe, so safe, safe, safe. Er hat es safe bereut. Nein. Jan, er hasst es jetzt schon. Guck mal seinen Blick. Digga, hast du schon mal gemacht sowas? Nee, ne? Nein, überhaupt. Ich schon und ich fand's krass. Ich fand falsche Springen richtig krass. Und ich check nicht, warum man diese hässlichen Müllbrille immer aufhat und diese komischen Dinger hier, weil das sieht ich so scheiße aus. Ich verstehe nicht, was der Typ daneben macht. Der ist Kameramann, der filmt. Der ist mit der GoPro auf dem Kopf. Ach so! Ja, ja. Nee, der wollte einfach nur mitziehen. Der hält sich hier fest. Das ist so per Anhalter, weißt du? Der hat kein Ticket gekauft, der fliegt einfach mit, Bro. Was für komischen. Ja, CH ist doch richtig. Komisch wird mit CH geschrieben, oder? Jan, der scheißt sich jetzt. Krass, oder? Ja, aber ich dachte, der schreit. Hörst du ja nicht. Jan meinte, dass der aber irgendwann, weil er so lachen musste, seinen Mund nicht mehr zubekommen hat. Es sieht schon funny aus. Ich finde immer noch. Ehrenmann, der Dude. Hey. Hätte Tim auch eigentlich noch langweilige Musik drunter spielen. Ja, ist so, oder? Ne? Wieder richtig reingeschissen, Junge. Hat er doch gesagt, der hätte nicht zubekommen. Weißt du, wenn ich weiß. Ich hab gestern zu ihm gesagt, Bro, wenn gerade dein Mund nicht trainiert ist vom ganzen Rumspasteln und Schwänze. Hat er selber gesagt, ja. Diese Haare, guck mal, siehst du das? Guck mal, wie das aussieht, Digga. Deutsche Sams. Ey, wie das aussieht. Sieht aber schon wild aus. Ja, ja. Mit dem Meer und so, was auch immer das ist. Oh. Das ist voll krass, das ist so ein kleiner Richtungsgeber, ist das hier, glaube ich, so dieser Schirm hier so. Was soll das? Irgendwie ist der Schirm viel zu klein, oder? Irgendwie ist der Schirm viel zu klein. Ja, ich klatsche gleich einfach am Boden. Das war's, Sandra. Mehr kommt er nicht. Wie viele Sekunden sind das? Man fliegt so, also ich bin so gefallen gefühlt 20, 25 Sekunden. Krass, nein. Doch. Ich dachte, wir Menschen sind in einer Sekunde auf der Erde. Ja, und dann kommt nochmal der Flug, weil guck mal, der Moment hier ist der krasseste. Der jetzt. Jetzt sagt der Schirm auf und jetzt geht's hoch. Guck mal jetzt, wie die hoch. Alter, ja, okay. Das reißt die halt nochmal richtig nach oben, ne? Und dann. Oh, sehe ich mich auch mit so einem Sprung. Real talk. Wer bitte? Ich sehe mich auch mit so einem Sprung. Echt jetzt? Ja, real talk. Ich sehe dich auch, aber ich sehe dich mit zwei Fallschirmen, nur um immer sicher zu sein, Bro. Vier. Das ist ein Bremsschirm. Ah, ja. Muss so geil sein, sowas als Job zu haben. Oder Fallschirmspringer einfach. Man ist so ein Lehrer und springt mit Leuten aus dem Flugzeug, das war's. Voll geil, oder? Würdest du es machen? Ich würde mir, glaube ich, jeden Tag selbst mich einpinkeln. Das wäre ja saudumm, dann wäre es ja einfach ein falscher Beruf. Glaubst du, es hat schon mal jemand angefangen zu kotzen wegen der Fahrt? Ja. Aber wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich könnte, ich würde kotzen. Real talk. Ich würde es machen, weil das wäre geil. Einfach in der freien Fall kotzen. Absolut wild. Ah, komm, da sagt er, wird sich fast den Lehrer erklären. Fast du schon wie Natalia, oder? Guck mal. Hä? Fast du schon wie Natalia. Ost und Nordsee sieht so beschissen aus in Deutschland. Dann rat mal, wer gerade da ist. Luca. Ja. So ein Opfer.
Ja, irgendwie ist das Video zu emotional mit den ganzen Songs. Oh, Bro. Und jetzt laufen, laufen, laufen. Echt? Jawoll. Ah, nee. Ach, so, die sind so gelandet. Jan, wie war das? Jan, der Arme, Digga, der Arme, der Arme. Der hat doch keinen Tick gehabt, hast du gesehen? Nee, ich glaube, weil der Sven... Darfst die Brille abnehmen, wenn du möchtest. Gute Aussicht. An den Fingern ist doch ein bisschen frisch geworden. Aber alles noch dran. Ja, ja, das geht doch. Herzlichen Glückwunsch. Wie entspannt ist der jetzt auch einfach Ich glaube, das ganze Adrenalin unterdrückt so ein Stück weit die Ticks halt, ne? Kann vielleicht sogar sein, dass wenn der ständig unter Adrenalin stehen würde, dass das vielleicht hilft. Ist das eine Therapie möglich? Also ich, kann Davy. Ja sein, oder? Stell dir mal vor, der muss das einfach... Das hättest du keinen sagen dürfen. Warum? Du kannst die Theorie jetzt verkaufen. Bro, Jan muss einfach sein Leben lang nur noch Achterbahn... Ja. Mit Louis. Dauerschleife. Wie war's? Ach, war cool. War eine gute Aussicht. Du wirkst aber nicht begeistert. Doch, das war cool. Das hat nur kurz an den Beinen gezogen. Wie war's für dich? Digga, krass. Stimmt, killt ja nur das Herz. Ja, stimmt, Adrenalin-Überdosis durchgehend tötet halt das Herz. Ja, das bringt nichts. Entspannt mit Jan. Entspannt, wir waren total ruhig. Ja. Osama Bin Laden. Okay, da ist er wieder, da ist er wieder. Jan, Glückwunsch zu deinem Tandersprung. Danke. Deine Urkunde, bitteschön. Das war mega cool. Hat echt Spaß gemacht. Jetzt kommt in den Streamingzimmer rein. Ja, safe. Cool. Das Streamingzimmer ist auch so funny. Aus 4000 Metern absolviert. Wie hoch ist der Burj Khalifa? Der Burj Khalifa ist 800 Meter, 700 mit Antenne, irgendwie sowas, ich glaube 880. Und der oder sowas. Ist aus 4000 Metern, ist ja, 4000 ja. Metern Flugzeuglinie? Nee, ich glaube, Linienflugzeug ist 10 Kilometer oder sowas. Wie heißt das? Das Burj Khalifa. Mich auch. 4000 Meter? Das waren sogar mehr, es waren 848. Ja. 4-3. 1000 Meter, haha. Ist die lost? Warum steht das dann da nicht dort? Na. Auf jeden Fall vielen Dank, dass es hier mit euch geklappt hat. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielleicht macht der Tim... Hat auch genug Geld hier als Coach. D-Squared trägt er, ne? D-Squared ist Jamming. Ja, also ich überlege mir das. Auf Quinch angehend. Ich überlege es mir aber wirklich, weil irgendwie fand ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm, nachdem ich dich ankommen gesehen habe. Boah, bitte, Tourette als Praktikant bei RTL, das habe ich auch nicht gesehen. Gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Boah, guck mal, wie die beiden, wie die da noch aussehen. Ja, ja. Oh mein ganz Gott. Ganz lieb, ganz lieb. Jetzt sind die komplett verunstaltet mit ihren Haaren. Ich sag's auch.